Hallo, herzlich willkommen auf dem Autorenkanal Weise Geschichten. Viel Spaß beim Anschauen. Der Wecker weckte Yolanda und sie sprang im Bett auf. Sie musste aufstehen, ihre Tochter wecken, Tee machen und Jago zur Arbeit verabschieden. Ihr Mann war auch wach, er lag halb im Bett, stützte sich auf die Ellbogen und blinzelte verschlafen. Wahrscheinlich ist er gestern wieder spät ins Bett gegangen, hat wieder ein Videospiel gespielt, dachte Yolanda. Beeil dich, ich mache Tee und wecke Melania, bitte beende deine Dusche und das Zähneputzen bis dahin, damit Melania sich das Gesicht waschen kann. Yolanda, was ist schon wieder mit dir los? Jago sah sie besorgt und genervt an. Was? Die Frau verstand nicht. Es ist Samstag, du hast wieder vergessen, den Wecker auszuschalten, der Mann drehte sich auf die Seite und schloss die Augen. Samstag? Oh, richtig, aber Yolanda erinnerte sich daran, dass sie den Wecker gestern vor dem Schlafengehen ausgeschaltet hatte. Aber heute weckte er sie wieder um 7 Uhr morgens. Was ist mit ihr los? Yolanda zog ihren Morgenmantel an und ging aus dem Schlafzimmer, die Tür schließend. Sie würde sowieso nicht mehr einschlafen können, sie würde dort liegen und über das nachdenken, was mit ihr passierte. Es war besser, einen Film anzusehen, solange alle schliefen, zumindest würde es sie von ihren beunruhigenden Gedanken ablenken. In letzter Zeit war etwas Seltsames mit ihr passiert. Sie wusste nicht genau, wann es angefangen hatte, wahrscheinlich vor ungefähr 6 Monaten oder etwas früher. Das Gedächtnis einer jungen Frau, die vor kurzem 30 Jahre alt geworden war, begann plötzlich zu versagen. Yolanda vergaß und verwechselte ständig alles. Vielleicht beeinflusste der Mutterschaftsurlaub ihr Gedächtnis. Man sagt, dass junge Mütter, die lange Zeit nicht arbeiten, anfangen abzubauen. Sie konzentrieren sich auf das Kind und bemerken nichts anderes, was Probleme verursacht. Yolanda liebte ihre 2-jährige Tochter Melania über alles, aber sie hatte ihre Tochter bereits in den Kindergarten geschickt, damit sie sich an die neue Umgebung gewöhnen konnte und Yolanda konnte zur Arbeit zurückkehren. Aber etwas stimmte nicht mit dem Gedächtnis der Frau, nicht, dass sie Anfragen und Ereignisse völlig vergessen hätte, aber es schien, als würde sie sich an sie auf die falsche Weise erinnern. Zum Beispiel hatte Jago, als er zur Arbeit ging, sie gebeten, Hähnchen, Kartoffeln und Salat zum Abendessen zu machen. Dieses Bild war Yolanda klar im Gedächtnis geblieben, er stand an der Haustür, lächelnd, gut aussehend, im schicken Anzug. Liebling, bitte mach Hähnchen und Kartoffeln zum Abendessen und füge mehr Knoblauch hinzu. Ich liebe die Art, wie du Hähnchen kochst, es ist so lecker. Kein Problem, lächelte Yolanda, sie kochte immer gerne für ihren Mann und sie mochte es zu sehen, wie sehr er Essen genoss. Und etwas Blumenkohlsalat, fügte ihr Mann hinzu, küsste sie und eilte zur Arbeit. Am Abend hatte Yolanda alles gemacht, was Jago verlangt hatte. Als er nach Hause kam, standen Hähnchen und Kartoffeln sowie eine Schüssel mit Blumenkohlsalat auf dem Tisch. Sieht großartig aus, freute sich ihr Mann, sogar besser als Risotto. Was für Risotto? Yolanda verstand nicht. Ich habe dich gebeten, Risotto zum Abendessen zu machen, aber das Hähnchen ist sogar besser. Yolanda sah ihren Mann verwirrt an. Wieder? Sie versuchte nicht einmal, mit ihrem Mann zu streiten und ihm zu beweisen, dass er derjenige war, der alles vergessen hatte. Die Frau wusste sicher, dass es nicht Jago war, der im Unrecht war. Es war wieder ihr Gedächtnis, das versagt hatte. Aber wie konnte das sein? Schließlich erinnerte sie sich klar an die Szene, in der ihr Mann am Morgen zur Arbeit ging und nach Hähnchen fragte. Anfangs waren solche Situationen selten, die Frau schenkte ihnen nicht einmal Beachtung. Aber jetzt geschah es mehrmals am Tag. Yolanda konnte einige Gegenstände nicht finden, die sie an bestimmten Stellen gelassen hatte, sie verlor Dokumente, verwechselte Ereignisse und vergaß, etwas Wichtiges zu tun. Einmal hätte sie beinahe einen Brand zu Hause verursacht. Sie, Jago und Melania wollten spazieren gehen, in den Park. Yolanda bereitete Gemüse und Fleisch für das Abendessen zu und hatte den Herd ausgeschaltet, bevor sie ging. Die Frau erinnerte sich klar an diesen Moment. Sie ging zur Pfanne, öffnete den Deckel, schnupperte den köstlichen Geruch von Fleisch und Gemüse und schaltete den Herd sofort aus. Bevor sie das Haus verließ, ging sie erneut in die Küche, um zu überprüfen, ob sie den Herd definitiv ausgeschaltet hatte.
Die Familie ging nach draußen, Melania ritt auf den Schultern ihres Vaters und freute sich, dass sie alle zusammen waren. Yolanda war auch guter Laune. Zum Glück hatte Jago sein Telefon zu Hause vergessen und bemerkte es erst auf halbem Weg zum Park. Der Mann kehrte zurück und in der Wohnung hätte es beinahe gebrannt. Es stellte sich heraus, dass Yolanda den Herd nicht ausgeschaltet hatte. Das Gemüse und das Fleisch waren bereits zu Kohle geworden und die Pfanne selbst begann bereits zu brennen. Beißender Rauch breitete sich durch die Wohnung aus. Der starke Geruch verließ die Räume lange Zeit nicht. Yolanda fürchtete sich sogar, sich selbst einzugestehen, dass mit ihr etwas nicht stimmte. Niemand wusste von ihren Gedächtnisproblemen außer Yolanda selbst. Ihr Mann versuchte, sie zu unterstützen und zu trösten, aber sie konnte sehen, dass auch er sehr davon genervt war. Jago überredete seine Frau, einen Arzt aufzusuchen. Geh zum Arzt. Nach der Geburt hat dein Körper viel Stress erlitten und versagt jetzt. Sie werden dir Medikamente verschreiben und es wird dir gut gehen. Aber Yolanda hatte es nicht eilig, ins Krankenhaus zu gehen. Erstens würde das bedeuten, akzeptieren zu müssen, dass sie ein Problem mit dem Kopf hatte, und davor fürchtete sich die Frau. Und zweitens arbeitete Yolanda bei der Polizei, vorerst nur als einfache Sekretärin, aber nach ihrem Mutterschaftsurlaub wollte sie eine verantwortungsvollere Position bekommen, bei der das Gehalt viel besser war und es viele Vorteile gab, aber das wird nicht passieren, wenn der Arzt bei ihr eine Geisteskrankheit diagnostiziert. Außerdem traten solche Eigenheiten nur zu Hause auf. Bei der Arbeit blieb Yolandas Verstand klar, sie hatte ihre Erinnerung absichtlich überprüft. Die Frau zeigte ausgezeichnete Ergebnisse in Gedächtnissimulatoren, löste komplexe Rätsel und rezitierte lange Gedichte auswendig für ihre Tochter. Allerdings bemerkte sie in letzter Zeit ein neues beängstigendes Symptom, und wenn es weitergeht, muss sie zum Arzt, denn sie könnte eine ernsthafte Krankheit haben, die einen Menschen gefährlich für sich selbst und für andere macht. Yolanda sorgte sich besonders um ihre Tochter, sie verbringt fast die ganze Zeit mit dem Kind. Jago bleibt oft bis spät in der Arbeit und geht auf Geschäftsreisen. Er baut eine Karriere auf und widmet ihr jetzt all seine Zeit und Energie. Es passierte zum ersten Mal abends, Jago spielte mit Melania auf dem Boden, sie bauten einen Turm aus Bauklötzen und Yolanda spülte das Geschirr nach dem Abendessen ab. Ein idyllisches Bild, die ganze Familie zusammen. In letzter Zeit verbrachten sie nur selten Zeit miteinander. Ihr Mann kam normalerweise von der Arbeit nach Hause, wenn Melania bereits schlief, aber heute schaffte er es, früh nach Hause zu kommen. Durch das Rauschen des Wassers und das Geplapper ihres Mannes und ihrer Tochter hörte Yolanda das Lachen einer Frau und drehte sich um. Jago warf Melania hoch und fing sie auf. »Hast du das gehört?«, fragte Yolanda. »Was?« Jago war verwirrt. Es war sofort klar, dass er kein Lachen gehört hatte. Es war wie das Lachen einer Frau. »Das ist Melanias Lachen«, zuckte er mit den Schultern, »welche Frau?« Yolanda zuckte mit den Schultern, sie konnte das Lachen einer erwachsenen Frau deutlich hören, das überhaupt nicht nach dem klingenden Lachen eines kleinen Mädchens klang. Ein wenig später, als ihre Tochter schlief, hörte sie das Lachen wieder. Dieses Mal klang es viel länger und lauter. Sie und Jago saßen im Wohnzimmer und schauten die Abendnachrichten. Yolanda warf einen Blick auf ihren Mann. Er starrte auf den Bildschirm, als wäre nichts passiert. Offensichtlich konnte nur sie das Lachen wieder hören. Yolanda erzählte Jago nicht, was passiert war, sonst würde er sie definitiv zum Arzt schleppen. Aus dem gleichen Grund zögerte Yolanda, mit ihrer Zwillingsschwester Beatrice zu sprechen. Die beiden waren sehr eng miteinander und die Frau hatte ihr immer alle ihre Geheimnisse anvertraut. Beatrice würde immer verstehen, immer unterstützen und immer helfen. Aber Yolanda erzählte ihrer Schwester nichts von den merkwürdigen Symptomen. Warum sie belästigen, sie erwartete ein Baby und brauchte keine unnötigen Sorgen, und überhaupt würde Beatrice darauf bestehen, einen Arzt aufzusuchen, genauso wie Jago. Ein Arzt? Wahrscheinlich war es an der Zeit, zum Arzt zu rennen, aber Yolanda schob diesen Moment immer wieder auf, in der Hoffnung, dass ihre Gesundheit wieder normal würde. Glücklicherweise hatte sie Jago. Seine Eltern waren so wunderbar, sie akzeptierten sie wie ihre eigene Tochter.
Und wenn ihr etwas passiert, wird Melania nicht allein gelassen werden. Sie hat einen wunderbaren Vater, liebevolle Großeltern, ihre Tante Beatrix und viele andere Verwandte, die das Kind großziehen werden, wenn etwas passiert. Aber sie wollte nicht über ein solches Szenario nachdenken. Yolanda machte Kaffee und Toast und setzte sich vor den Fernseher ins Wohnzimmer. Eine sehr romantische Szene der Hauptfiguren eines Films, die sich trafen, war auf dem Bildschirm zu sehen. Yolanda erinnerte sich daran, wie sie ihren zukünftigen Ehemann getroffen hatte. Das Büro, in dem die Frau arbeitete, befand sich in einem großen Gebäude. Es gab viele andere Büros, sowohl private als auch öffentliche. Es gab einen geräumigen Vorbau mit einem Geländer und einer Treppe, die in den Hinterhof führte. Hier machten die Mitarbeiter der im Gebäude ansässigen Unternehmen eine Raucherecke. Auf der Treppe waren immer Leute, die aus ihren Büros herauskamen, um frische Luft zu schnappen, sich ein wenig zu entspannen und zu plaudern. Die meisten von ihnen rauchten, aber Yolanda hatte diese schlechte Angewohnheit nicht. Sie ging zusammen mit ihren Kollegen nach draußen, um sich zu entspannen und zu plaudern. Als Yolanda Jago traf, war sie neu in der Firma. Zuvor hatte sie als Anwältin in einer privaten Möbelfirma gearbeitet, aber sie musste wegen einer Büroromanze aufhören. Der CEO, ein reifer, wohlhabender, erfolgreicher und selbstbewusster Mann, hatte ein Auge auf die junge, hübsche Yolanda geworfen. Er umwarb sie auf eine schöne Art und Weise, elegant, unaufdringlich und gleichzeitig hartnäckig. Natürlich konnte das Mädchen nicht widerstehen, obwohl sie wusste, dass der Chef verheiratet war. Die Beziehung dauerte 2 lange Jahre. Yolanda hasste die Rolle der Geliebten, sie versuchte nicht an seine Frau zu denken, denn dann begann ihr Gewissen sie zu quälen. Es endete auf sehr unangenehme Weise, Kollegen bemerkten die Beziehung zwischen dem Chef und einer jungen Anwältin, Gerüchte verbreiteten sich und Yolanda wurde entlassen. Einfach so, der Mann, der ihr von Liebe erzählt hatte, schickte das Mädchen aus seinem Leben hinaus. Yolanda konnte sich lange Zeit nicht von dem erholen, was passiert war. Sie fühlte sich, als hätte er sie benutzt und dann einfach weggeworfen. Tatsächlich war das so: Demütigung, Schmerz, Gefühle der Nutzlosigkeit. Beatrix holte sie aus diesem Zustand, der etwa ein Jahr dauerte. Sie unterhielt ständig ihre Schwester, nahm sie zu verschiedenen Workshops und zum Einkaufen mit und überzeugte sie, dass Yolanda schön und klug war. Sie lud sogar einen Psychologen ein und sagte, es sei ihr Freund. Andernfalls hätte Yolanda einer Sitzung mit einem Psychologen nicht zugestimmt. Yolanda arbeitete oder studierte ein ganzes Jahr lang nicht, sie tat überhaupt nichts. Sie hatte das starke Gefühl, dass sie langsam nach unten sank, aber Beatrix half ihr, sich zusammenzureißen und vom Boden nach oben zu schwimmen. Sie überzeugte ihre Schwester, dass Yolanda eine glänzende Zukunft vor sich habe und dass alles, was passiert sei, nur eine schmerzhafte Erfahrung sei, die sie stärker und weiser gemacht habe. Yolanda riss sich zusammen, änderte ihre Frisur, kaufte neue Kleider und bekam einen Job als Sekretärin bei der Polizei. Dort traf sie ihren zukünftigen Ehemann. Auch Polizisten versuchten, das junge Mädchen zu umwerben, aber Yolanda, die bereits schmerzhafte Erfahrungen gemacht hatte, mied Liebesaffären am Arbeitsplatz und betrachtete diese Optionen nicht einmal. Jago arbeitete in einer Bauunternehmung im selben Gebäude. Die Dekoration des Büros und die teuren Anzüge der Mitarbeiter deuteten darauf hin, dass die Firma erfolgreich war. Yolanda traf Jago auf dem Raucherbereich. Sie sprachen nicht, sagten nicht einmal Hallo. Aber das Mädchen bemerkte, wie Jago sie ansah, und es gefiel ihr, wenn sich ihre Blicke trafen und sie einander leicht anlächelten. Normalerweise war Jago nicht allein, aber an dem Tag, als der Kerl endlich beschloss, mit Yolanda zu sprechen, waren seine Kollegen und Freunde nicht da. Trotz ihrer Gedächtnisprobleme erinnerte sich Yolanda sehr gut an ihr erstes Gespräch. »Das Wetter ist heute so schön«, lächelte Jago und kam näher. Yolanda freute sich, dass ihre Kollegen mit dem Rauchen fertig waren und gegangen waren, und sie allein auf der Veranda war, weil sie den warmen Frühlingstag noch ein wenig genießen wollte. »Ja«, stimmte Yolanda zu, »das Wetter ist wirklich schön, aber es sieht so aus, als würde es morgen kälter werden. Wir haben über das Wetter gesprochen, also sind die Formalitäten erledigt«, resümierte Jago, »jetzt reden wir über das, was wirklich wichtig ist.« Yolanda schaute ihren Gesprächspartner neugierig an. »Du gefällst mir sehr, ich beobachte dich schon lange, und du ziehst mich an wie ein Magnet.«
Yolanda wusste nicht, was sie sagen sollte. Das Geständnis des gut aussehenden Kerls überraschte sie, aber es erfreute sie auch. Sie verspürte eine angenehme Wärme in ihrem Körper. Ich schlage vor, dass wir unsere Telefonnummern austauschen und uns in einer angenehmeren Atmosphäre treffen. An diesem Abend lud Jago Yolanda zu einem Date ein. Zuerst gab es Abendessen in einem Restaurant und dann spazierten sie durch die nächtliche Stadt, sprachen, lachten und sangen sogar Lieder. Es war interessant, lustig und entspannt mit Jago. Yolanda hatte das Gefühl, dass sie den Kerl einfach glücklich machte, indem sie an seiner Seite war. Es war ein wundervolles Gefühl. Die Beziehung entwickelte sich rasch und nach ein paar Monaten schlug Jago vor, zusammenzuziehen. Er hatte eine geräumige Wohnung, stilvoll, gemütlich und modern. Yolanda wuchs in einer armen Familie auf und war solche Interieurs nicht gewohnt. Aber Jago war anders, er wuchs im Luxus auf, sein Vater war ein bekannter Geschäftsmann. Er überließ seinem Sohn eines seiner vielversprechenden Unternehmen. Im Alter von 27 Jahren war Jago bereits der Leiter eines erfolgreichen Bauunternehmens, mit Hilfe seines Vaters, aber dennoch. Außerdem kauften seine Eltern Jago eine gute Wohnung. "Aber mein Auto habe ich selbst gekauft", sagte Jago stolz und spielte mit dem Schlüssel seines Lieblings-SUV, "ich habe immer von so einem Auto geträumt. Es ist kein Auto, es ist ein Biest." Ein Jahr nach Beginn ihrer Beziehung machte Jago Yolanda einen Heiratsantrag. Das Mädchen war nicht einmal überrascht. Das Einzige, was sie beunruhigte, war das bevorstehende Treffen mit Jagos Eltern. Sie sind sehr wohlhabende Leute. Wie werden sie ein Mädchen aus einer armen Familie behandeln? Aber all ihre Sorgen verflogen schnell, Antonia Flores und Fidel Jiménez nahmen Yolanda sehr herzlich auf. Jagos Mutter lobte das Mädchen und sein Vater legte ständig die köstlichsten Leckereien auf den Teller der Gästin. "Wir sind so glücklich, dass Jago sich endlich entschlossen hat zu heiraten", sagte Antonia Flores, "wir wünschen euch Glück. Ich hoffe, ihr werdet eine starke und freundliche Familie haben, und wenn ihr auf Schwierigkeiten stoßt, sind wir immer für euch da, ihr könnt auf uns zählen." Yolanda mochte auch Jagos Eltern sehr. Früher hatte sie sich reiche Leute anders vorgestellt, Jagos Eltern waren nicht arrogant, sie waren freundlich und sie verhielten sich sehr natürlich und aufrichtig. Gleich nach der Hochzeit begannen die frisch Verheirateten, ein Baby zu planen. Yolanda wollte Mutter werden und ihre Schwiegereltern träumten von Enkeln. Yolanda hatte keinen Zweifel daran, dass ihr Sohn oder ihre Tochter liebevolle und fürsorgliche Großeltern haben würde. Aber die Zeit verging und die ersehnte Schwangerschaft blieb aus. Jago gab vor, seine Frau zu unterstützen, aber Yolanda spürte, dass er wirklich kein Baby haben wollte. "Mach dir keine Sorgen, du kannst das Baby später bekommen", sagte Jago sorglos, "wir sind so jung, es gibt jede Menge Zeit." Yolanda konnte nicht einfach auf ein Wunder warten, sie ging zu Ärzten und ließ sich untersuchen, aber die Ärzte fanden keine Probleme und rieten ihrem Ehemann, sich ebenfalls untersuchen zu lassen. Aber Jago weigerte sich, ins Krankenhaus zu gehen. "Mit mir ist alles in Ordnung, sprich keinen Unsinn." Einmal teilte Yolanda ihre Sorgen ihrer Schwiegermutter mit. "Ich habe nicht realisiert, dass du solch ein Problem hast. Wir dachten, du möchtest noch keine Kinder", sagte sie, "es ist gut, dass du mir alles erzählt hast. Ich kenne sehr gute Ärzte, die dir helfen werden." Antonia Flores hatte so viel Vertrauen in ihre Worte, dass Yolanda ermutigt wurde. Untersuchungen in privaten Kliniken waren ganz anders als in städtischen Krankenhäusern. Moderne Ausstattung, höfliches und fleißiges Personal, komfortable Interieurs und keine Menschenmassen. Als Antonia Flores Yolanda begleitete, wurden sie wie die wichtigsten Personen behandelt. Es stellte sich heraus, dass sie ein Problem mit ihren Hormonen hatte. Yolanda nahm die verschriebenen Medikamente und im nächsten Monat sah sie bereits mit Tränen in den Augen auf zwei Streifen auf dem Test. "Ich habe dir gesagt, dass alles gut sein wird", lächelte Jago, "ich werde Vater." "Cool." Yolanda erwartete eine emotionalere Reaktion von ihrem Ehemann. Schließlich hatten sie fast 2 Jahre auf dieses Glück hingearbeitet, aber in letzter Zeit war Jago gleichgültig geworden, er war immer bei der Arbeit und ging häufiger auf Geschäftsreisen. Seine Gedanken drehten sich nur um die Firma.
Er interessierte sich nicht mehr für Yolandas Angelegenheiten, er sagte ihr nicht einmal mehr nette Dinge wie früher. Aber er respektierte sie, unterstützte sie in allem, half ihr. Wahrscheinlich ist das eine perfekte Ehe, die romantische Periode ist sicherlich eine wundervolle Zeit, aber sie kann nicht ewig dauern. Jetzt hat ihre Beziehung ein neues Niveau erreicht, sie stehen kurz davor, Eltern zu werden. Antonia Flores und Fidel Jiménez waren begeistert, von der Schwangerschaft zu erfahren. Die Schwiegermutter weinte sogar und der Schwiegervater kaufte seiner Schwiegertochter ein schickes Auto. Und ich? Tat Jago so, als sei er beleidigt, ich war auch beteiligt. Dann wurde Melania geboren. Jago entpuppte sich nicht als sehr fürsorglicher Vater. Er wollte nachts nicht aufstehen, wenn das Baby weinte, und wechselte keine einzige Windel. Ihn interessierten auch keine Neuigkeiten über die ersten Zähne des Babys oder gesundheitliche Probleme. Yolanda war darüber nicht besorgt. Sie hatte gehört, dass viele Männer in den ersten Jahren so über Babys dachten. Die Frau tauchte ganz in die Mutterschaft ein. Yolanda war noch nie so glücklich gewesen. Es gefiel ihr, sich um ihre Tochter zu kümmern, mit ihr zu kommunizieren, sie wie eine Puppe anzuziehen. Auch Antonia Flores liebte Melania. Sie kam immer mit Geschenken für ihre Enkelin und Schwiegertochter und nahm sie oft mit ihrem Auto zu einem schönen Landpark mit. Yolanda liebte es, mit dieser intelligenten, freundlichen, aufrichtigen Frau zu kommunizieren. Melania wuchs heran und Yolanda dachte daran, wieder arbeiten zu gehen. Sie hatte viele Karrierepläne. Die Frau fand einen guten Kindergarten für ihre Tochter, alles lief bestens, aber plötzlich begannen diese Probleme mit ihrem Kopf. Sie waren beängstigend und machten sie nervös. Yolanda hatte fast den Entschluss gefasst, zum Arzt zu gehen, was all ihre Karrierepläne ruinieren würde, aber sie konnte nicht länger warten. Diese Nacht wachte Yolanda auf, weil die Tür im Wohnzimmer zugeschlagen wurde, und als sie die Augen öffnete, sah sie ihren Ehemann nicht im Raum. Jago war nicht da, also war er im Wohnzimmer. Sehr seltsam, was macht er nachts dort? Yolanda schaute auf die Uhr, 3:30 morgens. Was ist los? Vielleicht schläft Jago. Aber beide können doch nicht den Verstand verlieren. Sie ist diejenige, die ein Problem mit dem Kopf hat. Die Frau schlüpfte leise aus dem Schlafzimmer und fragte sich, was ihr Ehemann mitten in der Nacht im Wohnzimmer machte. Es war ungewöhnliches Verhalten für ihn. Leise schlich Yolanda sich dem Wohnzimmer entgegen. Ja, natürlich, erklang Jagos gedämpfte Stimme, ich verstehe, aber... Es schien, als würde er so leise sprechen, um seine Frau und das Kind nicht zu wecken, aber sein Gesprächspartner antwortet laut. Die Worte sind nicht zu hören, aber es ist klar, dass die Stimme weiblich ist. Natürlich, meine Schönheit. Du weißt, ich würde alles für dich tun, weil ich dich liebe. Meine Schönheit. Ich würde alles für dich tun. Yolanda war geschockt zu realisieren, dass ihr Ehemann nicht der Mann war, für den sie ihn hielt. Offensichtlich spricht er mit seiner Geliebten. Es war unmöglich, eine andere Erklärung für diese Phrasen und den sanften Ton des Mannes zu finden. Ihre Welt brach zusammen. Nun würde sich alles ändern, aber sie wollte es nicht. Yolanda liebte ihre Familie, liebte die kleine Welt, die sie gemeinsam geschaffen hatten. Aber jetzt schien alles nur eine Illusion des Glücks zu sein. Liebling, du weißt, wir müssen geduldig sein. Wenn das Kind bei Yolanda bleibt, werden die Eltern ihnen das ganze Erbe geben und ich werde mit nichts zurückbleiben. Ich brauche nur Zeit. Du hast es selbst gesagt und du hattest recht. Was für eine Wendung. Die Geliebte ist wahrscheinlich eine Reaktion darauf, dass sie selbst eine Affäre mit dem Chef hatte, als sie jung war, sie war selbst eine Geliebte. Aber was hat das mit Melania zu tun? Und vor allem, was hat das mit dem Erbe seiner Eltern zu tun? Schatz, der Plan funktioniert, du bist so klug und deine Idee war genial. Ich werde sie bald überzeugen, zum Arzt zu gehen. Die offiziellen Aufzeichnungen werden unser größter Vorteil sein. Wir müssen nur noch ein wenig Geduld haben oder wir werden alles vermasseln. Wir haben es fast geschafft. Yolanda verstand nicht, Geliebte, Plan, sie haben es fast geschafft. Was passiert hier? Eine Beziehung mit der Geliebten, das ist zumindest verständlich. Es tut weh, aber in der modernen Welt ist es eine typische Situation. Sie ist nicht die erste und nicht die letzte Frau auf der Welt,
deren Ehemann sie betrügt. Aber nach Jagos Worten geht es nicht nur um den Betrug. Tja, es ist nicht einfach, aber Yolanda ist sich schon sicher, dass sie den Verstand verloren hat. Die Idee, das Lachen aufzuzeichnen, ist genial. Schade, dass du ihr Gesicht nicht sehen konntest. Ich habe mich schwer getan, nicht zu lachen und so zu tun, als ob kein Lachen da wäre. Ich habe die Lachaufnahme an dem Tag zweimal abgespielt, dann habe ich eine Pause gemacht. Ich werde es morgen wieder versuchen. Dann wechselte das Gespräch zu einem anderen Thema und Jago begann, seine bevorstehende Reise ans Meer mit seiner Geliebten zu besprechen. Er wollte seiner Familie sagen, dass er auf eine weitere Geschäftsreise geht. Yolanda schlich leise ins Schlafzimmer und deckte sich mit einer Decke zu. Sie hatte genug gehört. Sie darf Jago nicht wissen lassen, dass sie sich dessen bewusst ist, was vor sich geht. Jago lässt sie absichtlich glauben, dass sie den Verstand verloren hat. Aber warum würde er das tun? Er sagte, dass das Lachen, das Yolanda in letzter Zeit gehört hatte, nur eine Tonaufnahme war. Ihr Ehemann würde es einschalten und so tun, als ob er nichts hört. Er sagte ihr, dass es nur ein Geräusch sei, das nur in ihrem Kopf existiert. Plötzlich wurde der Frau klar, dass all die seltsamen Dinge passierten, wenn Jago in der Nähe war. Warum hatte sie das nicht vorher bemerkt? Zu ihrer Überraschung fühlte Yolanda Erleichterung. Ja, ihr Ehemann plante offensichtlich etwas Schlimmes, er log, aber sie war gesund. Mit ihr war alles in Ordnung, aber plötzlich fröstelte sie, obwohl sie unter einer warmen Decke lag. Was, wenn dieses überhörte Gespräch nur ihre kranke Vorstellung war? Es war so schwer zu verstehen. Sie konnte es nicht länger vor allen verbergen, also sollte sie morgen Beatrice anrufen. Beatrice ist klug, sie wird Yolanda definitiv helfen, die Dinge zu klären. Ein paar Minuten später kehrte Jago ins Schlafzimmer zurück, legte sich leise auf das Bett, deckte sich mit einer Decke zu und schlief bald ein, aber Yolanda konnte bis zum Morgen nicht schlafen. Ihr Kopf war mit schweren Gedanken gefüllt, es gab mehr Fragen als Antworten. Jago wachte vom hartnäckigen Piepen seines Weckers auf, aber seine Frau war nicht im Bett. Sie machte bereits Frühstück. Der Mann streckte sich und stand auf, bald würde sein Leben zum Besseren verändert. Es würde wieder Spaß machen und sorglos sein, fast wie früher in seiner Jugend. Bald wird es diese langweilige Yolanda nicht mehr geben. Eine andere Frau wird bei ihm einziehen, es ist immer lustig mit Veronika. Jago hat sie vor langer Zeit getroffen, lange bevor er Yolanda getroffen hat. Das erste Mal sahen sie sich in einem Nachtclub auf der Tanzfläche. Jago bemerkte sofort das attraktive Mädchen, ihre lockeren Bewegungen und ihr selbstbewusster Blick. Sie trug einen kurzen Lederrock und ein kurzes Oberteil. Es war ein sehr provokantes Outfit. Die meisten Kerle im Club starrten auf die Schönheit, aber sie wählte Jago. Sie ging zu ihm, schaute ihm in die Augen und küsste ihn plötzlich, ein untypischer Anfang. Jago wurde schwindlig, sie war so kühn in allem, selbstbewusst kompromisslos, immer sofort das nehmen, was sie wollte. Jago verliebte sich sofort in sie, so etwas war ihm noch nie passiert, er konnte an niemand anderen denken als an seine neue Freundin. Sie hatten die gleichen Interessen und Hobbys, Nachtclubs, Partys, Bars und Rockkonzerte. Veronika liebte den Spaß genauso sehr wie Jago. Sie feierten ausgelassen, reisten, fuhren Fahrradrennen, schwammen nachts in Seen und Flüssen und gingen auf Dächer. Und natürlich tranken sie viel teuren Alkohol. All diese Partys und Ausflüge waren nicht billig, aber der Junge hatte zu dieser Zeit keine Probleme mit Geld. Seine Eltern liebten ihren einzigen Sohn und versuchten, jeden seiner Wünsche zu erfüllen. Seit Jago in der Grundschule war, begann das Geschäft seines Vaters endlich anständige Einnahmen zu generieren. Jagos Vater arbeitete früher als Ingenieur in der Fabrik, seine Mutter war Professorin im Wirtschaftsdepartement an der örtlichen Universität. Beide verdienten sehr wenig Geld. Müde vom Geldmangel entschied sich Fidel Jiménez, sein eigenes Geschäft zu gründen. Antonia Floresa half ihrem Mann in allem, außerdem war sie gut in Buchführung. Seine Eltern widmeten sich dem Geschäft, zeigten sich kaum zu Hause und der 10-jährige Jago war immer auf sich allein gestellt. Der Junge hatte keine Großeltern, die sich um ihn kümmerten. So begann das unabhängige Leben des Jungen. Anfangs langweilte sich Jago in der Einsamkeit, manchmal hatte er sogar Angst allein in einer leeren Wohnung.
Der Junge wärmte sich selbst das Abendessen auf, machte seine Hausaufgaben und ging manchmal sogar schlafen, wenn seine Eltern noch im Büro waren. Mama und Papa kamen oft sehr spät nach Hause. Und dann, nach einer Weile, wurde Jago plötzlich alle Vorzüge seiner Situation bewusst. Er spürte den Geschmack von Freiheit, jeder Schritt seiner Freunde wurde von Erwachsenen kontrolliert, Mütter, Väter, Großeltern, aber er konnte nach der Schule überall hingehen und tun, was er wollte, außerdem hatte er Geld. Seine Eltern, in Schuldgefühlen, versuchten, die Vergebung ihres Sohnes mit Geschenken und Geld zu kaufen. Natürlich bekam Jago bald Freunde, die die Freiheit genauso genossen wie er. Der Junge war nicht geizig, kaufte seinen neuen Freunden oft Chips und Limonade und bezahlte Kinotickets und Fahrgeschäfte. Im Gegenzug zeigten ihm die Jungs alle Freuden des Lebens. Manchmal schwänzte Jago die Schule und anstatt am Schreibtisch zu sitzen und den langweiligen Erklärungen des Lehrers zuzuhören, lief er mit seinen Freunden durch die Stadt. Sie schlichen sich in verlassene Häuser, gingen am Bahnhof entlang und wanderten durch versteckte Ecken des alten Parks. Die Kinder zerschlugen Flaschen gegen den Zaun, machten Feuer, spielten mit Straßenhunden und neckten Obdachlose. Es war so lustig, Jago wollte nicht einmal an sein graues und langweiliges Leben vor dem Treffen mit seinen neuen Freunden denken. Natürlich bemerkten seine Eltern, dass sich ihr Sohn veränderte. Seine Mutter versuchte, etwas dagegen zu unternehmen, indem sie ihn zu verschiedenen Sportvereinen schickte und für zusätzliche Kurse zahlte, um seine freie Zeit zu füllen. Und einmal heuerte sie sogar einen Babysitter für ihn an, als er schon ein Teenager war. Aber Jago ignorierte alle Versuche seiner Mutter, er ging nicht zu Sportvereinen und Extrakursen. Und er trieb die Babysitterin absichtlich am ersten Tag in den Wahnsinn, sodass die Frau sich weigerte, mit ihm zu arbeiten. Es ist in Ordnung, wir hatten auch keine Kindermädchen, als wir Kinder waren, sagte sein Vater gleichgültig. Alles wird gut, er wird aufwachsen und sich beruhigen. Es ist nur eine schwierige Phase, er ist ein Teenager. Ich war auch kein gehorsames Kind. Aber der Junge verstand selbst in seinem jungen Alter bereits alles und wusste, wie er seine Situation ausnutzen konnte. Seine Eltern investierten so viel Zeit und Mühe in das Geschäft, dass keine Energie mehr für die Lösung von Problemen im Zusammenhang mit ihrem Sohn übrig war. Jago fand das in Ordnung und seine Eltern ließen ihn wieder allein. Allerdings begannen sie, ihm eine Weile viel weniger Geld zu geben, nur für den Bus und das Schulessen. Das geschah, nachdem sein Vater den Geruch von Zigaretten an der Kleidung seines Sohnes gerochen hatte. Wenn du anfängst zu rauchen, wird es schwer sein aufzuhören, warnte er, und die Folgen sind schrecklich, besonders für diejenigen, die in so jungem Alter anfangen. Verstehst du? Du hast es einmal aus Neugier probiert, aber probier es nicht noch einmal. Jago nickte gehorsam. Er konnte kaum ein Lächeln zurückhalten. Sein Vater irrte sich, der Teenager rauchte schon lange, aber er tat es morgens, damit seine Eltern es nicht riechen konnten, und kaute Minzgummi. Diesmal war ihm der Kaugummi ausgegangen, daher roch es stark nach Zigaretten. Jago wusste immer, wo er Geld bekommen konnte. Seine Eltern bewahrten Bargeld in einer Schachtel auf dem Bücherregal auf. Das Geschäft seiner Eltern wuchs. Als Jago die Highschool abschloss, war es bereits ein kleines Imperium mit Filialen in der ganzen Stadt, Stammkunden, einem bekannten Namen und einem makellosen Ruf. Endlich konnten seine Eltern aufatmen, sie hatten etwas freie Zeit, sahen sich endlich ihren erwachsenen Sohn an und waren entsetzt. Jago hatte sich in einen sorglosen Partygänger verwandelt, dem es nichts ausmachte, eine Woche lang die Schule zu schwänzen. Er wurde nur deshalb nicht von der Schule verwiesen, weil seine Eltern die Schule finanziell unterstützten. Als es Zeit war, an die Universität zu gehen, interessierte sich Jago für nichts anderes als Mädchen und Nachtclubs. Er verkehrte mit Menschen wie sich selbst. Er hatte viele Freunde, weil er immer für die Partys und Getränke bezahlte. Antonia Floresa beschloss zu überprüfen, was ihr Sohn jeden Tag trieb. Es stellte sich heraus, dass ihr Sohn all die Jahre ständig die Schule schwänzte und offensichtlich kaum Hausaufgaben machte. Die Lücken in seiner Ausbildung waren entsetzlich, aber Jago verstand ehrlich gesagt nicht, warum er studieren sollte. Er sah, dass Geld in der modernen Welt alles entscheidet und seinen Eltern fehlte es nicht an Geld. Sein Vater könnte ihm einen Universitätsabschluss kaufen und dann würde er ihn als CEO in einem seiner Unternehmen einstellen.
Und dann würde Jago die Streber einstellen, die von diesen langweiligen Universitäten abschlossen, und sie würden die ganze Arbeit für ihn erledigen. Aber seine Mutter war mit dieser Einstellung nicht einverstanden. Seine Eltern sagten ihm ernsthaft, entweder spielt er nach ihren Regeln mit oder er bleibt ohne Lebensunterhalt. Du bist jetzt fast 18, du bist ein erwachsener Mann, wir haben unseren Job gemacht, wir haben dich großgezogen, dann liegt die Wahl bei dir. Jago nahm die Worte seiner Eltern nicht ernst und führte seinen gewohnten Lebensstil weiter, er wollte nichts ändern. Seine Mutter weinte nur und flehte ihn an aufzuhören und bot ihre Hilfe an, aber sein Vater runzelte die Stirn und schwieg oder versuchte ernste Gespräche mit seinem Sohn zu führen. Das nervte ihn so sehr. Und dann kam die Universitätsprüfung. Natürlich bestand Jago sie mit den niedrigsten Noten, aber der Kerl machte sich keine Sorgen, sein Vater würde das schon regeln. Immerhin würde er einfach die Studiengebühren an irgendeiner Universität bezahlen. Jago würde mit Hilfe seines Vaters Student an einer Universität werden, aber er hatte nicht vor, zu Vorlesungen zu gehen, er wollte überhaupt nicht studieren, er würde einfach nach einer Weile einen Abschluss machen und Abteilungsleiter in irgendeinem Papa-Unternehmen werden. Aber zu seiner Überraschung beeilte sich sein Vater nicht, ihm zu helfen. Du bist jetzt 18, du bist ein Erwachsener, sagte Fidel Jimenez. Übrigens haben wir beschlossen, die Wohnungskosten aufzuteilen. Jetzt musst du auch bezahlen. Da du nicht studierst, geh arbeiten, ich muss meinen erwachsenen Sohn nicht unterstützen. Zuerst dachte Jago, seine Eltern meinten es nicht ernst, aber sie gaben ihm wirklich kein Geld mehr. Das Leben war ohne Geld langweilig, ohne Geld verlor er fast alle seine Freunde, ohne Geld musste er essen, was seine Mutter kochte, Suppen, Gemüsesalate, Pasta. Aber Jago aß gerne in teuren Restaurants oder kaufte japanisches Essen. Er wollte verzweifelt etwas Alkohol, aber auch dafür brauchte er Geld. Der Kerl fand sogar einen Job als Lieferbote in einem örtlichen Café, er konnte keinen besser bezahlten Job finden. Jetzt musste er Essen an verschiedene Adressen liefern, und die Leute sahen ihn oft mit Verachtung an, er fühlte sich sehr unwohl. Der Lohn war niedrig und die Arbeit war hart, aber trotzdem reichte das Geld nicht für Nachtclubs. Außerdem war er jeden Tag sehr müde, er hatte einfach nicht die Energie, um Spaß zu haben. Sein Leben wurde zu Langeweile und Qual. Außerdem verlangten seine Eltern Geld von ihm für Lebensmittel und Wohnungskosten, sie brauchten das Geld nicht, sie wollten ihrem Sohn nur eine Lektion erteilen. Jago hasste seine Mutter und seinen Vater für ihr Verhalten, er versuchte viele Male zu verhandeln, aber seine Eltern blieben unnachgiebig. Schließlich gab Jago nach, er stimmte ihren Bedingungen zu, aber jetzt gab es zu viele Bedingungen. Erstens keine Partys, keine Nachtclubs, keine verdächtigen Freunde. Wenn seine Eltern den Geruch von Alkohol bemerken, werfen sie ihn sofort aus der Wohnung. Zweitens fleißiges Lernen und Nachhilfeunterricht. Er müsste die Prüfung noch einmal bestehen und versuchen, selbstständig an die Universität zu gelangen. Und wenn er es nicht schafft, wird er zur Armee gehen. Drittens realisierten seine Eltern, dass er alkoholabhängig war. Daher muss er sich in einer Klinik behandeln lassen. Sie fanden gute Spezialisten für ihn, aber er ist bereits erwachsen, daher war eine schriftliche Zustimmung des Kerls erforderlich. Jago stimmte all diesen Bedingungen zu. Was sollte er sonst tun? Seine Eltern waren glücklich, sie ermutigten ihren Sohn. Seine Mutter und sein Vater sprachen nun liebevoll mit ihm, sie gaben ihm kein Geld, zwangen ihn aber nicht zur Arbeit und kauften ihm leckeres Essen, das er gewohnt war. Jagos Tage waren geschäftig, er studierte viel mit Tutoren, zunächst schien die Idee, das gesamte Schulprogramm in nur 6 Monaten zu lernen, verrückt zu sein, aber dann erkannte der Junge, dass das Studieren für ihn relativ einfach war. Jago mochte es sogar ein wenig. Außerdem besuchte er fast jeden Tag die Klinik, Infusionen, Gespräche mit einem Psychologen, all das war anstrengend und lästig. Anstatt in die Klinik zu gehen, wäre Jago lieber in einen Club mit seinen Freunden gegangen. Trotz aller Bemühungen der Spezialisten sehnte sich Jago verzweifelt nach Alkohol. Aber er wurde viel ruhiger. Er gab vor, die von seinen Eltern auferlegten Regeln des Spiels zu akzeptieren, aber er wartete nur auf den Moment, in dem sie ihre Wachsamkeit lockern würden, damit er zu seinem gewohnten Lebensstil zurückkehren konnte. Nachts träumte er von Nachtclubs und Abhängen mit seinen Freunden.
Er erkannte, dass alles zurückkommen würde, er musste nur geduldig sein. Natürlich geschah kein Wunder, Jago bestand die Prüfungen nicht mit Bestnoten. Aber das Ergebnis war durchschnittlich, was in seiner Situation wie ein echter Sieg aussah. Sein Vater zahlte gerne für seine Universitätsausbildung und gab ihm sogar Geld für Bestechungsgelder, um Prüfungen heimlich von Jagos Mutter zu bestehen, und Jago spielte die Rolle eines fleißigen Studenten und gab vor, ein guter Sohn dankbarer Eltern zu sein. Es war nicht einfach, aber es brachte Ergebnisse. Sein Vater schenkte dem Jungen ein Auto und versprach, für einen erfolgreichen Abschluss eine Wohnung zu kaufen. Seine Mutter gab ihm auch etwas Geld, und Jago kehrte langsam zu seinem normalen Leben zurück. Aber jetzt machte er es vorsichtiger. Seine Eltern hatten nichts dagegen, dass ihr Sohn die Wochenenden mit Kommilitonen verbrachte und mit ihnen zelten ging. Aber sie wussten nicht, dass Jago nicht mit den Strebern kommunizierte, mit denen er immer unerträglich gelangweilt war, sondern er hatte seine alten Freunde gefunden, oder vielmehr sie hatten ihn gefunden, als sie merkten, dass Jago wieder Geld hatte. Der Spaß war wieder in seinem Leben. Der erwachsene Jago benahm sich vorsichtiger, er wollte nicht verdächtig sein. Es gelang ihm aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Bis dahin hatte der Junge bereits sein Studium abgeschlossen. Er lebte in seiner eigenen Wohnung, die sein Vater ihm gekauft hatte, besaß ein schickes Auto und arbeitete, wie erwartet, als Geschäftsführer in einem der Unternehmen seines Vaters. Die Wahrheit war jedoch, dass die gesamte Arbeit von seinem Stellvertreter erledigt wurde, einem klugen und verantwortungsbewussten Kerl namens Antonio. Fidel Jimenez vertraute Antonio und bat ihn, Jago bei der Führung des Unternehmens zu helfen. Zunächst versuchte Antonio, alles dem neuen jungen Chef zu erklären, gab dann aber auf und führte das Unternehmen weiterhin allein. Jago war damit einverstanden. Auch Antonio hatte kein Problem mit der Situation. Einige glückliche Jahre vergingen, Jago mochte sein neues Leben, es war jetzt einfach, seine Sucht zu verbergen, und er hatte viel Geld. Das Gehalt des Geschäftsführers ermöglichte einen luxuriösen Lebensstil. Jagos Freundinnen wurden hübscher, die Arten von Unterhaltung interessanter und der Alkohol teurer. Der Kerl genoss seine neue Position und die Veränderungen in seinem Leben, alles lief gut. Er musste nur vorsichtig sein, er versuchte sicherzustellen, dass seine Eltern ihn nie betrunken sahen und niemals nach lauten Partys zur Arbeit kamen. Und dann traf der Kerl Veronika. Er verliebte sich sofort, sie verlangte nichts von ihm und wollte immer Spaß haben, genau wie Jago selbst. Eigentlich war sie es, die dem Kerl eine offene Beziehung anbot. Warum brauchen wir diese dummen Einschränkungen? Sagte das Mädchen einmal. Wenn du oder jemand anderen mögen, warum sollten wir uns beschränken? Wir haben nur ein Leben und wir sollten es in vollen Zügen genießen und jede Chance nutzen. Der Junge stimmte ihr zu, er dachte, sie sei die weiseste Person, die er kannte. Veronika verbarg nicht, dass sie ihn wegen seines Geldes mochte, sie fuhr gerne mit einem schönen Auto durch die Stadt und aß in Luxusrestaurants, aber, wie das Mädchen sagte, mochte sie an Jago am meisten seine innere Freiheit. Es gibt nicht viele wirklich freie Menschen. Wir sind nicht durch Stereotypen eingeschränkt, sagte sie ihm oft. Und es schien Jago, dass diese wunderbare Zeit für immer dauern würde, aber seine Mutter stellte eine neue Bedingung auf. Im Gegensatz zu Veronika war Jago nicht völlig frei, er musste die Forderungen seiner Eltern erfüllen, die Rolle eines perfekten Sohnes spielen. Andernfalls hätte er seine finanzielle Unterstützung verloren und müsste wieder als Lieferbote arbeiten. Offensichtlich begann Antonia Floresa etwas zu ahnen. Vielleicht gab es Gerüchte bei der Arbeit, dass der Chef gerne feiert, nichts über sein Unternehmen weiß und selten im Büro erscheint. Wie auch immer, eines Tages lud seine Mutter Jago zu einem ernsten Gespräch ein. Ihr Sohn bereitete sich vor. Um die dunklen Ringe unter seinen Augen, die Folgen einer schlaflosen Nacht, zu verbergen, musste er sogar den Concealer von Veronika verwenden. Er musste so aussehen, als sei er voller Energie und konzentriert auf seine Arbeit. Seine Mutter lud ihn ins Wohnzimmer ein, wo der Tisch bereits gedeckt war. Seine Mutter machte Risotto, das Jago liebte, als er noch ein Kind war, aber jetzt konnte er dieses ekelhafte selbstgemachte Essen nicht ertragen. Ich habe gehört, dass du wieder in deine alten Gewohnheiten zurückgefallen bist, in den Augen seiner Mutter lag Besorgnis. Ich habe es deinem Vater noch nicht erzählt, ich möchte ihn nicht beunruhigen, er hat schon genug Probleme.
Leute haben dich in verdächtiger Gesellschaft gesehen. Trinkst du wieder? Nein, natürlich nicht, versicherte Jago ihr mit einem aufrichtigen Lächeln. Ich weiß nicht, wer dir das erzählt hat, aber sie lügen. Übrigens, das Risotto ist erstaunlich, genau wie damals, als ich ein Kind war. Jago, ich hoffe, du erinnerst dich daran, wie schwer es für uns war, dich wieder normal zu bekommen. Ihr Sohn kämpfte darum, seine Irritation zurückzuhalten. Zu einem normalen Leben. Zu dieser grauen und langweiligen Realität, in der er auf Wunsch seiner Eltern mehrere Jahre existiert hatte. Dieses Leben war nicht normal, selbst jetzt musste er sich verstecken, obwohl er über 25 Jahre alt war und CEO eines Unternehmens war. Glücklicherweise hat er jetzt Veronika, Geld, Partys und Freunde. Nur in dieser Atmosphäre fühlt sich Jago lebendig und real. Es ist in Ordnung, Mama, Jago streichelte ihre Hand, worüber machst du dir Sorgen? Du solltest heiraten, sagte Antonia Floresa selbstbewusst. Es ist an der Zeit. Du hast alles, was du für das Eheleben brauchst, eine gute Wohnung, ein bequemes Auto und ein sehr gutes Einkommen. Wenn du Kinder hast, wirst du einen Lebenszweck haben. Wenn du dein erstes Baby hast, wird sich dein Leben komplett verändern, du wirst alles für deine Kinder tun wollen. Jago starrte seine Mutter fassungslos an. Wovon zum Teufel redete sie? Was für eine Ehe? Was für Kinder? Wenn du Kinder hast, möchtest du nicht mehr in die Disco gehen. Es ist ein Segen, es ist eine ganz neue Welt. Außerdem träumen dein Vater und ich schon von Enkeln. Sie interessierte sich nur für ihre Träume. Aber es interessierte sie nicht, was er wollte. Und das Frustrierendste war, dass er wirklich heiraten müsste. Seine Eltern hatten eine sehr effektive Methode, ihren eigenwilligen Sohn zu kontrollieren, indem sie ihm den Zugang zu Geld verwehrten. Mama, wovon redest du? Ich bin nicht bereit für die Ehe. Wegen deiner Freunde und deinem Lebensstil wirst du dich nie bereit fühlen. Es ist Zeit, sesshaft zu werden, du bist ein erwachsener Mann. Andernfalls wird dein Vater von deinen Partys, dem Trinken und dem Fernbleiben von der Arbeit erfahren. In diesem Moment hasste Jago seine Mutter. Warum können sie ihren erwachsenen Sohn nicht in Ruhe lassen und ihn das Leben leben lassen, das er leben möchte? Es schien, als ob Antonia Flores seine Gedanken gelesen hätte. Wir können alles so lassen, wie es ist. Du lebst dein Leben, wie du willst, aber ohne die Unterstützung deines Vaters wirst du nicht überleben. Es war hart, aber gerecht. Natürlich würde Jago ohne die Patronage seines Vaters sofort seinen Job verlieren, seine Rechnungen nicht bezahlen können, sein Auto verkaufen müssen und dann würde er wieder zu einem elenden, mittellosen Dasein zurückkehren. Er kann es sich nicht erlauben, der zu sein, der er wirklich ist. Besonders jetzt, wo er Veronika hat, die Geschenke, Partys und schöne Autos mag. Offensichtlich muss er wieder den Bedingungen seiner Eltern zustimmen. Du hast recht, Mama, wie immer, es ist wirklich an der Zeit, meine eigene Familie zu gründen. Das ist großartig, freute sich Antonia Flores, ich wusste, du würdest es richtig machen. Ich habe ein paar Mädchen im Kopf, sie sind Töchter meiner Freunde. Nein, stoppte Jago die begeisterte Mutter. Lass mich zumindest meine Frau selbst wählen. Wir sind nicht im 18. Jahrhundert. In Ordnung, stimmte die Mutter zu, natürlich, such dir selbst eine Verlobte aus. Vergiss nur nicht, uns vor der Hochzeit vorzustellen. Jago atmete aus. Wenn er die Tochter von Freunden seiner Eltern heiraten würde, würden sie sofort von den Hobbys und dem Lebensstil ihres Sohnes erfahren. Er müsste ein bescheidenes Mädchen finden, das den Mund halten könnte. Jago erkannte, dass es keine Möglichkeit gab, dass seine Eltern Veronika akzeptieren würden. Sie würde sich nie vorgeben, ein gehorsames Mädchen vor ihnen zu sein. Und überhaupt, eine offizielle Ehe würde den Romantizismus ihrer freien, lebendigen Beziehung zerstören. Er würde definitiv eine andere Frau brauchen, um ihn zu decken, und Veronika würde seine Geliebte werden, was noch interessanter wäre. Deine Eltern sind Monster, schüttelte Veronika den Kopf. Wie hast du es geschafft, unter solch totaler Kontrolle zu einem freien Menschen heranzuwachsen? Wie hast du überhaupt überlebt? Aber weißt du, die Idee zu heiraten ist gar nicht so schlecht. Finde irgendein einfältiges Mädchen, es wird nicht schwer für dich sein. Ein anständiges, schüchternes Mädchen, das ihrem Mann gehorcht.
Deine Eltern werden sich beruhigen und du wirst wieder ein normales Leben führen können. Jago lächelte, neben Veronika schien die Zukunft glücklich und ruhig. Aber jetzt hatte Jago ein neues Problem, wo konnte er eine Frau finden? Zuerst dachte er daran, jemanden auszuwählen, der in seiner Firma gearbeitet hatte, aber er verwarf die Idee sofort. Alle Mitarbeiter der Firma kommunizierten mit Antonio, der mit Fidel Jiménez befreundet war. Dann würde sein Vater zu viele Informationen über Jagos Privatleben bekommen. Das ist nicht gut. Mädchen aus Nachtclubs und Veronikas Freundinnen kamen ebenfalls nicht in Frage, sie würden seinen Eltern nicht gefallen. Jago meldete sich sogar auf einer Dating-Website an, um eine geeignete Kandidatin zu finden. Er erwähnte, dass sein Ziel sei, zu heiraten. Das machte sein Profil populär, aber keine der Damen von der Website passte zu Jago. Die meisten von ihnen waren älter als er und sie waren unattraktiv. Der Mann würde mit keiner von ihnen leben können, selbst wenn er wusste, dass es nur eine Show war. Dann sah er eines Tages sie, ein hübsches Mädchen namens Yolanda. Sie arbeitete im selben Gebäude. Schlank, süßes Mädchen mit einem sanften Blick, sie war sehr schön und offensichtlich alleinstehend. Jago beobachtete sie eine Weile und sah nie, dass jemand sie nach der Arbeit abholte. Zuerst suchte Jago Blickkontakt mit dem Mädchen. Die beiden sahen sich an, als sie sich auf dem Vorplatz trafen. Das Mädchen schaute süß verlegen, sie war auffallend anders als die selbstbewusste Veronika. Eines Tages erkannte Jago, dass es Zeit war, mit ihr zu sprechen. Das Mädchen war bereit dafür und würde ihm offensichtlich nicht absagen. Yolanda stellte sich als die beste Option heraus. Bescheiden, gehorsam, ruhig, gebildet, aus einer armen Familie. Und sie war sehr hübsch. Eltern sollten eine solche Schwiegertochter mögen. Und er hatte recht, Antonia Floresa und Fidel Jiménez waren begeistert von der Wahl ihres Sohnes. Ein sehr nettes Mädchen, teilte seine Mutter ihre Eindrücke mit, verliere sie nicht und verletze sie nicht. Du hast großes Glück. Wenn du zu deinen alten Wegen zurückkehrst, schloss sich Fidel Jiménez dem Gespräch an, werde ich dir dein Erbe entziehen, dich aus meiner Firma feuern und dich aus der Wohnung werfen. Aber wenn du endlich ein normales Leben beginnst, werde ich deiner Familie in jeder Hinsicht helfen. Die Wahl liegt bei dir. So begann Jagos Familienleben. Anfangs war er mit allem zufrieden, seine Eltern fingen wieder an, ihn besser zu behandeln, und sein Vater gab ihm gerne Geld. Jetzt bist du Familienvater, du brauchst viel mehr Geld, lächelte Fidel Jiménez freundlich. Zu Hause hatte er eine Frau, die ruhig, bescheiden, sanft und treu war. Die Wohnung war immer sauber und die Küche war erfüllt von den köstlichen Aromen hausgemachter Speisen. Yolanda entpuppte sich als ausgezeichnete Gastgeberin. Es war eine Freude, nach einer weiteren Party in diese gemütliche Wohnung zurückzukehren. Yolanda war sicher, dass ihr Mann nachts im Büro war und oft auf Geschäftsreisen ging. Diese einfältige Frau zu täuschen war so einfach. Jago und Veronika lachten manchmal über die hingebungsvolle Frau, die geduldig am Fenster auf ihren Mann wartete. Das Leben ging seinen gewohnten Gang und Jago passte sich seinen neuen Umständen an. Er war mit allem absolut zufrieden. Aber ein paar Jahre nach der Hochzeit wurden Yolanda und Antonia Flores plötzlich besorgt, dass das junge Paar immer noch keine Kinder hatte. Doch Jago war nicht glücklich darüber, er wollte kein Vater sein. Ein Kind ist nicht nur ein niedliches Bild im Internet. Es gäbe schlaflose Nächte und viele Probleme. Wenn man ein Baby hat, kann man Frieden und Ruhe vergessen. Aber seine Mutter und seine Frau waren nicht aufzuhalten. Ärzte fanden einige kleinere gesundheitliche Probleme und verschrieben Yolanda Medikamente und nach einer Weile verkündete sie ihrem Mann die freudige Nachricht, dass sie schwanger sei. Der Mann gab vor, überglücklich zu sein. Und dann wurde Melania geboren. Sie weinte ständig und war oft krank. Alles stellte sich als noch schlimmer heraus, als Jago erwartet hatte. Vor allem sah Yolanda jetzt viel schlechter aus. Tatsächlich hatte Jago schon vor der Geburt keine starken Gefühle für sie. Aber jetzt sah sie widerlich aus, es war zu viel für ihn, eine erschöpfte Frau mit verwirrten Haaren und einem schlaffen Bauch zu sehen. Außerdem war nun die gesamte Aufmerksamkeit der Eltern auf das neugeborene Baby und seine Mutter gerichtet. Seine Eltern kamen oft zu Besuch.
Yolanda freute sich, sie zu sehen, aber für Jago war die Anwesenheit seiner Verwandten belastend. Nun, überwies Fidel Jimenez das Geld nicht mehr an seinen Sohn, sondern direkt an seine Schwiegertochter. Außerdem hatte er jetzt neue Verantwortlichkeiten. Vor der Geburt hatte Yolanda ihn nie um etwas gebeten, aber jetzt sagte sie ständig, dass er am Leben des Kindes teilnehmen sollte, weil es für das Baby sehr wichtig sei, die Unterstützung und Aufmerksamkeit des Vaters zu spüren. Jagos Mutter stimmte ihr vollkommen zu, und nun musste Jago nicht nur die Rolle eines guten Sohnes und Ehemannes spielen, sondern auch vorgeben, ein fürsorglicher Papa zu sein. Der Mann ging mit einem Kinderwagen im Viertel spazieren, träumte aber davon, in der Wohnung zu sein, die er für Veronika gemietet hatte. Seine Eltern hatten Unrecht. Seine Mutter sagte ständig, dass Jago, wenn er ein Baby hat, einen neuen Lebenssinn finden würde. Das geschah nicht. Die Tochter nervte den Mann, machte ihn aber auch manchmal zum Lachen, denn Melania war ein hübsches und sehr süßes kleines Mädchen und sah ihm sehr ähnlich. Jago hatte genug von diesem Leben, er wollte sich scheiden lassen, frei und glücklich sein. Yolanda nervte ihn jeden Tag mehr, er konnte sich kaum beherrschen. Aber wenn Jago seine Familie verlässt, wird er weder das Geld noch die Unterstützung seines Vaters haben. Fidel Jimenez hatte recht, Jago würde ohne seine Hilfe nicht überleben können. Also hatte er keine Wahl. Sie nervt mich so sehr, beschwerte sich Jago bei Veronika. Er erzählte seiner Frau, dass er zu einer weiteren Geschäftsreise aufbreche, verbrachte jedoch 3 Tage mit seiner Geliebten. Alles nervt mich, ihr Aussehen, ihre Stimme, sogar ihr Geruch. Aber ich muss geduldig sein. Vielleicht gewöhne ich mich eines Tages an dieses Leben. Ehrlich gesagt, ich habe genug davon, aber ich habe keine Wahl. Meine Eltern haben klar gemacht, dass, wenn etwas schief geht, Yolanda das Erbe bekommt, mein Vater mich aus der Firma wirft und ich nichts habe. Eigentlich hast du eine Wahl, sagte Veronika ruhig, sie werden dir nichts lassen, wenn du deine Frau verlässt. Aber was ist, wenn du nicht der Schuldige für deine Scheidung bist? Wovon redest du? Ich verstehe es nicht, schlägst du vor, jemanden zu engagieren, um meine Frau loszuwerden. Bist du verrückt geworden? Du musst vorsichtig sein. Aber keine Sorge, ich werde dir helfen, ich habe eine gute Idee. Veronika beschrieb ihren Plan im Detail. Jago wusste immer, dass sie clever und listig war, aber trotzdem beeindruckte ihn ihr Plan. Wenn sich herausstellt, dass Yolanda geisteskrank ist und sich nicht um das Baby kümmern kann, wird niemand Jago die Schuld geben, wenn er seine Tochter nimmt und seine Frau verlässt. Er wird einfach allen erzählen, dass er seine Frau verlassen hat, weil er das Baby retten musste. Dann wird er Yolanda in eine psychiatrische Klinik schicken und die Scheidung einreichen. So kann er seine Frau loswerden, aber nicht sein Geld, seinen Job und die Unterstützung seines Vaters verlieren. Klingt großartig, stimmte Jago zu, aber was soll ich allein mit Melania machen? Weißt du, wie viel Zeit Yolanda mit ihr verbringt? Das schaffe ich nicht. Das musst du nicht, deine Eltern werden sich um sie kümmern. Antonia Flores ist verrückt nach ihrer Enkelin. Sie wird dich arbeiten und Karriere machen lassen, während sie sich dem Kind widmet. Du hast wahrscheinlich recht. Aber wie machen wir Yolanda verrückt? Sie ist naiv, aber nicht dumm. Guter Junge, du stellst endlich die richtigen Fragen, sagte Veronika mit einem Lächeln, ihre Augen leuchteten wie 2 helle Sterne. Sie war unglaublich schön, nicht wie die bescheidene Yolanda. Ich habe ein paar Ideen, es ist sehr einfach. Jago war beeindruckt von Veronikas Vorstellungskraft. Er kannte sie seit Jahren, hatte aber keine Ahnung, wie kreativ sie war. Plötzlich wurde ihm klar, dass es besser war, mit einer solchen Frau befreundet zu sein, als ihr Feind zu sein. Sie begannen mit harmlosen Streichen. Wenn Yolanda eingeschlafen war, stellte Jago ihren Wecker 1 Stunde früher, und am Morgen konnte Yolanda nicht verstehen, wie das passiert war. Sie erinnerte sich daran, dass sie den Wecker zu einer anderen Zeit gestellt hatte. Er wiederholte diesen Trick mehrmals. Dann überlegten sie sich einen anderen Trick. Jago machte es nicht jeden Tag, weil es zu verdächtig aussehen würde. Er würde Yolanda bitten, Hühnchen zum Abendessen zu kochen, aber am Abend würde er Schweinefleisch verlangen und behaupten, dass er am Morgen nach Schweinefleisch gefragt hatte. Jago ersetzte heimlich die Sachen seiner Frau und seines Kindes,
versteckte Yolandas Schlüssel und Papiere, rief von ihrem Telefon zufällige Nummern an und postete seltsame Bilder auf ihrem Social-Network-Profil. Aber eines Tages ging er zu einer drastischeren Aktion über. Als sie spazieren gingen, schlich er sich leise in die Küche, schaltete den Herd ein und sagte dann, dass er sein Telefon zu Hause vergessen hatte, und ging zurück, um es zu holen. Es sah so aus, als hätte seine Frau vergessen, den Herd auszuschalten, und er hatte einen Brand verhindert. Es war eine sehr spektakuläre Szene, eine verbrannte Pfanne, Rauch und ein bitterer Geruch, der lange Zeit nicht aus der Wohnung verschwand. Yolanda war sicher, dass sie es war, die vergessen hatte, den Herd auszuschalten, und fühlte sich schuldig. Langsam aber sicher bewegte sich Iago seinem Ziel entgegen. Yolanda wirkte ängstlich und verwirrt, sie schlief nicht gut, sorgte sich ständig um etwas, zuckte bei jedem Geräusch zusammen, und sie hatte sich fast dazu entschlossen, einen Psychiater aufzusuchen. Veronika sagte, dass es hilfreich wäre, wenn in der Krankenakte seiner Frau ein Termin bei einem Psychiater vermerkt wäre. Aber seine Frau verzögerte den Arztbesuch. Iago kannte den Grund. Seine Frau wollte nach dem Mutterschutz eine gute Position bei der Polizei bekommen, aber wenn bei ihr eine psychische Erkrankung diagnostiziert wurde, würde das nicht passieren. Also wartete sie einfach und hoffte, dass dieses Problem ohne ärztliche Hilfe verschwinden würde. Iago erkannte, dass er Yolanda irgendwie dazu bringen musste, diesen Schritt zu tun. Wie üblich fand Veronika die Lösung. Nun, wenn sie zögert, sollten wir etwas Ernsthafteres tun, lächelte die Frau geheimnisvoll und streckte sich im Bett wie eine Katze. Ernsthafter? Iago war überrascht, ich habe fast einen Brand zu Hause verursacht. Ich habe bereits gezeigt, dass sie gefährlich ist. Glaub mir, beim nächsten Mal wird Yolanda zum Arzt rennen, versicherte ihm Veronika. Ich habe etwas sehr Interessantes ausgetüftelt. Nimm irgendeinen aufdringlichen Sound auf, wie Weinen oder Lachen, und spiele es auf deinem Handy ab, wenn sie in der Nähe ist, und tu so, als würdest du nichts hören. Deine Frau wird denken, es sei nur in ihrem Kopf. Veronika, du hörst nie auf, mich zu erstaunen, staunte Iago. Der Mann tat alles, was Veronika vorschlug. Er nahm ihr Lachen auf und spielte es mehrmals ab. Veronika hatte recht, die Geräusche erschreckten seine Frau wirklich, und sie wurde blass und noch ängstlicher. Sie verlor den Appetit und konnte nicht schlafen. Außerdem sah Iago, als er ihren Browserverlauf überprüfte, dass seine Frau nach einem Psychiater suchte. Also hatte der Plan funktioniert, bald würde es einen neuen Eintrag in ihrer Krankenakte geben. Am nächsten Morgen, als Iago zur Arbeit ging, rief Yolanda Beatriz an und lud sie ein, zu sagen, dass sie reden müssten. Ihre Schwester stimmte freudig zu und um die Mittagszeit war sie bereits da. Yolanda freute sich, ihre Schwester zu sehen. Beatriz ging jetzt langsam. Ich sehe, du wächst immer noch, lächelte Yolanda und zeigte auf den Bauch ihrer Schwester. Natürlich. Ich werde in einem Monat entbinden, lächelte die Gastgeberin, streichelte ihren Bauch und wandte sich dem kleinen Baby darin zu, bald wirst du deine Mama und Tante kennenlernen. Die Schwestern betraten das Wohnzimmer. Yolanda brachte eine Kirschtorte und heißen Kaffee mit. Zuerst genossen sie den Kuchen, plauderten über Alltäglichkeiten, aber dann sagte Yolanda endlich, ich muss dir etwas erzählen. Ihre Schwester spannte sich sofort an und realisierte, dass sie über etwas wirklich Ernstes und Beunruhigendes sprach. Erzähl mir alles. Du weißt, ich stehe immer auf deiner Seite. Und Yolanda erzählte ihrer Schwester alles. Ihre Geschichte klang wie die Handlung eines Horrorfilms. Während Yolanda ihre Symptome beschrieb, wurde das Gesicht ihrer Schwester immer besorgter, aber als sie ihr von dem belauschten Telefongespräch zwischen Iago und der mysteriösen Person erzählte, atmete Beatriz erleichtert aus und lächelte sogar. Ich verstehe, fasste sie zusammen, zuerst hatte ich Angst, dass mit dir etwas nicht stimmt und dass es etwas Unheilbares ist. Aber was ist, wenn ich wirklich verrückt werde? Yolanda nippte an der Tasse. Der Kaffee war bereits kalt. Ich fürchte, dieses seltsame Gespräch war auch nur in meinem Kopf. Nein, sagte Beatriz selbstbewusst. Dein Verstand ist klar, deine Rede ist zusammenhängend, und diese seltsamen Dinge passieren nur, wenn dein Mann zu Hause ist. Er hat eine Geliebte und aus irgendeinem Grund möchte er offiziell erklären, dass du verrückt bist. Aber ich verstehe nicht, warum.
Es wäre viel einfacher, dich einfach zu scheiden. Ich kann nicht glauben, dass Jago mir das antun würde. Hier ist die Übersetzung ins Deutsche. Du weißt, ich habe immer irgendeine Art von Falschheit in ihm gesehen und ich habe sogar versucht, es dir zu sagen, aber du wolltest nicht hören. Du wurdest vom Liebesrausch geblendet. Ja, du hast recht, antwortete Yolanda und senkte den Blick, aber trotzdem, wie kann ich herausfinden, was hier vor sich geht? Versucht Jago, mich verrückt aussehen zu lassen, oder bin ich wirklich geisteskrank? Das ist einfach, zuckte Beatriz mit den Schultern. Nimm deine Gespräche auf. Frage ihn zum Beispiel, was er zum Abendessen möchte, und wenn er abends nach Hause kommt und alles leugnet, überprüfe die Aufnahme. Wenn möglich, installiere versteckte Kameras zu Hause und sieh nach, was er macht, wenn du nicht da bist. Auf diese Weise kannst du auch überprüfen, ob du dieses gefürchtete Symptom hast, ob dieses Lachen wirklich nur in deinem Kopf ist, wirst du es nicht auf der Aufnahme hören. Ich habe Angst, sagte Yolanda ehrlich, weißt du, ich habe Angst vor beiden Situationen, herauszufinden, dass ich wirklich geisteskrank bin und herauszufinden, dass mein Mann so ein Bastard und Verräter ist. Ich wusste sofort, was los war, auch ohne Kameras, sagte sie selbstbewusst, aber wir brauchen Beweise. Und dann werden wir herausfinden, was zu tun ist. Yolanda tat alles, was Beatriz empfohlen hatte. Ihre Schwester hatte ihr Kameras gegeben, sie hatte sie bekommen, um ein Auge auf ihr zukünftiges Baby zu haben. Die Frau hatte Kameras im Schlafzimmer, im Wohnzimmer und in der Küche installiert. Endlich würde sie die Wahrheit herausfinden. Aber ihr Leben würde nie mehr dasselbe sein. Sie hatte Angst, die Wahrheit herauszufinden, aber sie wusste, dass sie handeln musste. Wenn sie krank war, brauchte sie Behandlung, wenn ihr Mann ein Verräter war, musste sie vor ihm weglaufen. In dieser Nacht kam Jago spät nach Hause. Yolanda lag bereits im Bett, als sie den Schlüssel im Schloss hörte. Er musste bei seiner Geliebten gewesen sein. Am Morgen sah die Frau, als sie sich Kaffee machen wollte, als erstes ein schreckliches Durcheinander in der Küche. Es lagen zerbrochene Teller auf dem Boden, überall Fetzen von Papier und ein Haufen Kartoffelschalen auf der Fensterbank, die Yolanda gestern in den Müll geworfen hatte. Die Frau war schockiert und seufzte laut. Jago stürzte sofort in die Küche. Hier ist die Übersetzung ins Deutsche. Was zur Hölle ist das? Fragte der Mann und betrachtete die merkwürdige Szene. Warst du das wieder? Nein, antwortete Yolanda selbstbewusst. Sie wollte die Kameraaufzeichnung so schnell wie möglich überprüfen, das würde die Dinge klären. Nun, wer könnte es sonst gewesen sein? Der Mann sah ängstlich in die Augen seiner Frau. Ich bin gestern Abend spät nach Hause gekommen und alles war in Ordnung. Du musst letzte Nacht wieder die Kontrolle verloren haben und jetzt erinnerst du dich nicht daran. Ich habe die ganze Nacht geschlafen, stellte Yolanda fest. Schatz, da stimmt etwas nicht mit dir. In letzter Zeit passieren zu viele seltsame Dinge. Lass uns zum Arzt gehen, ich begleite dich, wenn du Angst hast. Du musst wirklich einen Arzt aufsuchen. Yolanda begann schweigend zu putzen. Jago machte sich fertig für die Arbeit und dann hörte sie wieder das gleiche Lachen, gedämpftes, fröhliches Lachen. Jetzt schien es Yolanda spöttisch zu sein, die Frau hob den Kopf, hörte zu und der Klang hörte genauso abrupt auf, wie er begonnen hatte. Hast du das gehört? Fragte sie ihren Mann, wissend, was seine Antwort sein würde. Was? Nichts und Yolanda machte weiter sauber. Sobald ihr Mann gegangen war, eilte die Frau, um die Kameraaufnahme zu überprüfen. Sie holte einen USB-Stick heraus, steckte ihn in ihren Laptop und drückte auf die Ansichtstaste. Ihre Küche erschien auf dem Bildschirm. Zuerst war alles ruhig und friedlich, aber dann betrat jemand die Küche. Die Frau schaute genau hin, es war Jago, natürlich war es Jago. Es war 4:30 Uhr an der Wanduhr. Der Mann näherte sich dem Geschirrspüler, dann dem Schrank, zog einige Teller heraus, wickelte sie in ein Handtuch, um den Klang zu dämpfen, und schlug mit einem Nudelholz darauf. Dann legte er die Scherben auf den Boden. Jago hörte nicht auf. Er holte den Müll heraus und kippte ihn auf den Boden. Dann suchte er die Kartoffelschalen heraus und legte sie auf die Fensterbank. Der Mann sah sich in der Küche um und nickte, offenbar zufrieden mit dem Ergebnis. Yolanda setzte das Video fort.
Es wurde draußen hell und dann betrat sie die Küche. Die Frau pausierte den Film, sie musste sich beruhigen. Nachdem sie sich wieder gefasst hatte, setzte Yolanda das Anschauen fort. Die Frau hörte deutlich das morgendliche Gespräch mit ihrem Mann. Jago benahm sich wie ein talentierter Schauspieler. Hier ist die Übersetzung ins Deutsche. Wow, was für ein Talent, er sollte im Theater arbeiten, sagte die Frau. Sie wartete auf den entscheidenden Moment. Würde sie jetzt das ekelhafte Lachen hören oder war es nur eine Einbildung ihrer kranken Vorstellungskraft? Ja. Yolanda hörte das Lachen, das in letzter Zeit zu ihrem Albtraum geworden war. Die Kamera zeichnete alles auf, wie Jago leise die Aufnahme des Lachens auf seinem Handy aktivierte und wie überrascht er war, als Yolanda ihn fragte, ob er das Lachen hören könne. Die Frau schaltete das Video aus. Sie lehnte sich in ihrem Stuhl zurück und atmete erleichtert aus. Ja, Jago hatte sich als Mistkerl herausgestellt, aber das Wichtigste war, dass sie jetzt sicher war, nicht verrückt zu werden. Das machte sie glücklich, aber jetzt gab es eine wichtige Frage. Was sollte sie jetzt tun? Was sollte sie von Jago erwarten? Warum tat er das überhaupt? Er hätte einfach die Scheidung einreichen können. Unfähig, ihre Emotionen alleine zu bewältigen, wählte Yolanda die Nummer ihrer Schwester. Beatrice rief sofort ein Taxi und innerhalb einer halben Stunde war sie in Yolandas Wohnung. Nun, sagte Beatrice nach dem Anschauen des Videos, jetzt ist alles klar. Schalte die Kameras nicht aus, das reicht nicht, wir brauchen mehr Beweise. Okay, aber was soll ich als nächstes tun? Was als nächstes? Du solltest zur Polizei gehen. Seine Geliebte begeht ein Verbrechen, sie muss bestraft werden. Ich bin mir nicht sicher. Yolanda schüttelte zweifelnd den Kopf, vielleicht sollte ich einfach die Scheidung einreichen, und das war's. Oh, wirklich? Und wohin wirst du nach der Scheidung gehen, fragte Beatrice. Ich werde zurück in die Wohnung unserer Eltern gehen. Ich kann in einem Zimmer mit Oma leben. Auf keinen Fall. Du und Melania verdienen es, unter besseren Bedingungen zu leben, und du kannst diese Wohnung nach der Scheidung bekommen. Eigentlich bist du Anwältin, du weißt, dass du einen Teil von Jagos Vermögen beanspruchen kannst. Das ist so frustrierend. Hier ist die Übersetzung ins Deutsche. Und es wird noch schlimmer, wenn dein Mann merkt, dass du die Wahrheit herausgefunden hast. Mach dich bereit, es wird nicht einfach sein. Es wäre gut, wenn du starke Verbündete hättest. Ich wünschte, ich könnte dir helfen. Aber was kann ich schon tun? Ich kann dir nur moralische Unterstützung geben. Ich habe Verbündete, erkannte Yolanda plötzlich, Jagos Eltern. Ich verstehe nicht warum, aber sie stehen immer auf meiner Seite, unterstützen mich, schenken mir Geschenke, lieben Melania. Aber das ist wirklich seltsam. Normalerweise stehen Eltern immer auf der Seite ihrer Kinder. Ich vermute, mein Schwiegervater weiß etwas Schreckliches über seinen Sohn. Ich denke, ich muss mit ihnen reden. Ja, sprich mit ihnen und sorge dafür, dass du ihnen das Video zeigst. Vielleicht können Jagos Eltern etwas Licht ins Dunkel bringen und wir werden verstehen, warum er sich so verhalten hat. Ich meine, jeder normale Mensch würde einfach die Scheidung einreichen. Yolanda rief sofort Antonia Flores an und bat sie, vorbeizukommen. Sie bat Beatrice zu bleiben, sie fühlte sich besser, wenn ihre Schwester in der Nähe war. Natürlich bleibe ich werde dich in einer solchen Situation niemals alleine lassen. Antonia Flores kam mit Geschenken für Yolanda und Melania und brachte einen Kuchen aus einer teuren Konditorei mit. Mädchen, ihr seht euch so ähnlich, lächelte die Frau, ich kann mich nicht daran gewöhnen. Das haben wir ausgenutzt, als wir Kinder waren, lächelte Beatrice, besonders in der Schule. Yolanda, du siehst müde und besorgt aus. Stimmt etwas nicht, fragte ihre Schwiegermutter und schaute Yolanda an, ist das der Grund, warum du mich angerufen hast? Ja, es ist etwas passiert und ich brauche deine Hilfe. Die Frau zeigte ihrer Schwiegermutter die Videos und erzählte dann die ganze Geschichte. Antonia Flores hörte schweigend zu, ohne zu unterbrechen. Sie seufzte nur laut. Also, es ist noch nicht vorbei, fasste ihre Schwiegermutter traurig zusammen, als Yolanda ihre Geschichte beendet hatte. Ich hatte gehofft, dass alles vorbei war, dass er sich wirklich geändert hatte. Es tut mir leid, gibt es etwas, das ich nicht weiß? Fragte Yolanda.
Leider ja. Es ist alles unsere Schuld. Mein Mann und ich haben ein Geschäft aufgebaut, haben all unsere Energie und Zeit dafür gegeben. Wir hatten einfach keine Zeit für Jago, er war immer auf sich allein gestellt. Er begann, mit schlechten Leuten abzuhängen und den Unterricht zu schwänzen. Außerdem wurde er nach einer Weile süchtig nach Alkohol. Wir kamen zur Besinnung und versuchten, alles zu reparieren, engagierten Tutoren, fanden die besten Ärzte und bezahlten die Behandlung. Schließlich dachten wir, die Dinge hätten sich gebessert, er hörte auf zu trinken und hörte auf, mit verdächtigen Freunden abzuhängen. Aber ich habe immer vermutet, dass Jago es vorspielte. Ich habe die schlechten Gedanken einfach vertrieben und mir eingeredet, dass alles in Ordnung war. Hier ist die Übersetzung ins Deutsche. Wow, sagte Beatrice, ich hätte nie gedacht, dass dein Sohn solche Probleme hat. Er hatte gelernt, die Rolle des perfekten Sohnes zu spielen, weil wir damit gedroht hatten, Jago sein Geld und sein Erbe zu entziehen, wenn er in seine alten Wege zurückfallen würde. Du weißt, ohne seinen Vater, ohne sein Geld und seine Verbindungen würde Jago nicht überleben. Aber dieses Mal ist Jago zu weit gegangen. Ich verstehe es immer noch nicht, sagte Yolanda und schüttelte den Kopf, wenn er so ein Partygänger ist, warum hat er mich geheiratet? Warum würde so ein Mann Ehe und all diese Verantwortung brauchen? Das war mein Fehler, gestand Antonia Flores, ich dachte, wenn mein Sohn heiraten würde, würde er sich ändern. Ich hoffte auch, dass ein Baby Jago dazu motivieren würde, besser, zuverlässiger und anständiger zu sein. Offensichtlich ist das nicht passiert. Aber es gibt etwas, das ich nicht verstehe, sagte Beatrice verwirrt, warum ein so komplizierter Plan. Selbst wenn Jago seiner Frau und seinem Kind überdrüssig war, wäre es nicht einfacher, sich scheiden zu lassen und wieder zu feiern. Ich glaube, ich verstehe warum, sagte Yolanda plötzlich. Antonia Flores und Fidel Jiménez haben eine strenge Bedingung für ihren Sohn festgelegt, entweder ein normales Familienleben oder sie entziehen ihm Geld, Job und jegliche Unterstützung. Stimmt das? Du hast recht, bestätigte ihre Schwiegermutter und senkte den Blick, erst jetzt begreife ich, welchen schrecklichen Fehler wir gemacht haben. Wir haben unseren Sohn zu sehr gedrängt, obwohl wir gute Absichten hatten. Jago weiß, dass am Ende alles nicht ihm, sondern Melania gehören wird. Und wir haben auch gedroht, dass wenn er euch verletzt, ihr und Melania das gesamte Erbe bekommt und er ohne nichts zurückbleiben wird. Jetzt verstehe ich. Sagte Beatrice, also wollte Jago Yolanda verrückt aussehen lassen, um der alleinige Vormund von Melania zu werden, der Erbin des gesamten Vermögens und gleichzeitig, um in euren Augen Opfer der Umstände zu sein. Er würde ein alleinerziehender Vater werden und vorgeben zu leiden, ohne seine Geliebte. Yolanda würde in einer Nervenheilanstalt landen, ihr würde die Kommunikation mit ihrer Tochter entzogen und niemand würde ihr glauben. Was für ein Albtraum! Ja, es ist ein monströser Plan, stimmte Antonia Flores zu. Ich kann nicht glauben, dass mein einziger Sohn sich als solcher Mistkerl herausgestellt hat. Da ist auch noch seine Geliebte, erinnerte Yolanda bedrückt. Meine Intuition sagt mir, dass sie die Hauptschuldige ist. Eigentlich ist Jago besser, als ihr denkt. Er arbeitet sehr hart, schläft oft im Büro und geht auf Geschäftsreisen. Meinst du das ernst? Antonia Flores und Beatrice schauten Yolanda herablassend an. Versteht ihr denn nichts? Ihr seid so naiv. Sagte ihre Schwester, es gab keine Geschäftsreisen. Hier ist die Übersetzung ins Deutsche. Antonia Flores schüttelte den Kopf. Jago tut nichts bei der Arbeit, er taucht kaum im Büro auf. Er weiß nicht einmal genau, was die Firma macht. Die ganze Arbeit wird von seinem Stellvertreter Antonio erledigt, der auch Entscheidungen trifft und auf Geschäftsreisen geht. Ich denke, wenn Jago nicht zu Hause schläft, hat er Spaß mit seinen Freunden und seiner Geliebten. Aber ich kann es immer noch nicht glauben. Ich dachte, Jago sei freundlich, fürsorglich, fleißig, klammerte sich Yolanda an die letzte Hoffnung, indem sie versuchte zu beweisen, dass ihre Ehe nicht nur eine totale Lüge und Illusion war. Es spielt keine Rolle, sagte ihre Schwiegermutter, lassen Sie uns jetzt überlegen, was als nächstes zu tun ist. Jago stand an der Tür der Wohnung seiner Eltern, seine Mutter hatte ihn gebeten, nach der Arbeit vorbeizukommen. Es war seltsam, sie hatte ihren Sohn in letzter Zeit kaum beachtet und ihre ganze Zeit ihrer Schwiegertochter und ihrer Enkeltochter gewidmet.
Vielleicht möchte sie ihm ein besonderes Geschenk zu seinem bevorstehenden Geburtstag machen, eine neue Wohnung, ein Auto oder Geld. Ja, das war möglich. Jetzt glaubt sie, er sei der perfekte Sohn. Er arbeitete hart und kümmerte sich um seine Frau und Tochter. Er verdient ein sehr teures Geschenk. Oh, du siehst großartig aus, lobte Jago seine Mutter, als sie die Tür öffnete. Sie trug einen teuren, modischen Anzug und hatte Make-up aufgelegt. Mama, haben wir Gäste? Ja, nickte Antonia Flores und ließ ihren Sohn in die Wohnung, komm ins Wohnzimmer. Yolanda, Beatriz. Jago war überrascht, als er den Raum betrat. Vater, warum bist du hier? Du solltest jetzt eigentlich bei der Geschäftssitzung sein. Es gibt wichtigere Dinge als die Arbeit, antwortete Fidel Jiménez, aber als ich das erkannte, war es zu spät. Jago wurde nervös, alle schauten ihn seltsam an, als ob sie von seinem und Veronikas Plan wüssten. Aber das ist unmöglich, einfach unmöglich. Also, was feiern wir heute? Versuchte Jago ruhig auszusehen. Er setzte sich an den Tisch, öffnete eine Flasche Limonade und füllte ein Glas, mein Geburtstag ist in einer Woche. Wir wissen alles, Jago, konnte Yolanda es nicht länger ertragen, dass du mich absichtlich verrückt gemacht hast. Und wir haben Beweise. Was? Konnte der Mann seinen Ohren nicht trauen? Mama, Papa, was zum Teufel redet sie da? Jago, es hat keinen Sinn, es zu leugnen. Ich habe alles gesehen. Ich wusste immer, dass du ein Schurke bist, aber das habe ich nicht erwartet, fiel Fidel Jiménez ein. Hier ist die Übersetzung ins Deutsche. Hast du Kameras installiert? Fragte Jago wütend und sah Yolanda an, verdammt. Du bist so listig, du hast nur so getan, als wärst du dumm und schüchtern. Aber sie ist nicht listiger als du und deine Geliebte. Verteidigte Beatriz ihre Schwester. Das ist alles deine Schuld, schrie Jago und sah seine Eltern an. Antonia Flores zuckte bei seinen Worten zusammen und Fidel Jiménez schaute ruhig in die Augen seines Sohnes. Ihr habt mich allein gelassen, als ich eure Unterstützung so dringend gebraucht habe. Ihr wart nur am Geschäft interessiert. Ihr habt mich nicht einmal bemerkt. Und dann habt ihr plötzlich angefangen, mich zu kontrollieren, habt mir völlig die Freiheit genommen und ihr versucht immer noch, Entscheidungen für mich zu treffen. Das werden wir nicht mehr tun, Jago, sagte Fidel Jiménez ruhig, wir werden dich nicht mehr kontrollieren. Du hast recht. Jetzt bist du völlig frei, also manövriere dein eigenes Leben, verdiene dein eigenes Geld und komme alleine zurecht. Diese Entscheidung hätte ich schon vor Jahren treffen sollen. Was meinst du damit? Fragte Jago und schaute ängstlich zu seinem Vater. Du darfst die kleine Wohnung und den SUV behalten, aber auf nichts anderes kannst du zählen. Ab jetzt stehst du auf eigenen Beinen. Ach ja, du arbeitest nicht mehr in meiner Baufirma. Ich weiß, dass Antonio die ganze Arbeit gemacht hat und alle Entscheidungen getroffen hat, und ich weiß, dass du in letzter Zeit nicht im Büro warst. Ich brauche keine Mitarbeiter wie dich. Versuche dein Glück woanders. Melania ist jetzt die offizielle Eigentümerin all unseres Eigentums, das weißt du, fuhr Antonia Flores fort, außerdem gehört deine geräumige Wohnung jetzt Yolanda. Sie muss ihre Tochter irgendwo aufziehen, sie ist jetzt eine alleinerziehende Mutter, weißt du. Also haben wir schon deine Sachen gepackt, du musst nur ein Taxi rufen, um alles in deine neue winzige Wohnung zu transportieren. Übrigens ist das unser Geburtstagsgeschenk an dich. Und du solltest dankbar sein, es ist ein großzügiges Geschenk. Wie kannst du es wagen? Du hast kein Recht, schrie Jago. Du irrst dich, Jago, schüttelte Antonia Flores den Kopf. Es fiel ihr nicht leicht, solche Dinge zu ihrem Sohn zu sagen, aber sie verstand, es gab keinen anderen Weg. Du solltest dankbar gegenüber deinen Eltern sein. Sie haben dich vor dem Gefängnis gerettet. Fügte Beatriz hinzu, ich wollte zur Polizei gehen, aber sie baten mich, das nicht zu tun, sie sagten, sie würden das Problem selbst lösen. Herzlichen Glückwunsch, Sohn, sagte Fidel Jiménez, ab jetzt bist du frei, das ist, wovon du geträumt hast. Jetzt musst du dich nicht mehr verstecken. Du kannst mit deiner Geliebten leben, in Bars gehen und mit deinen Freunden Spaß haben. Du musst nicht mehr vortäuschen. Tu, was du willst, und sei glücklich. Jago verließ an einem trüben, kalten Novemberabend McDonald's.
Der Wind blies. Der Mann zog die Kapuze seines Uniformmantels über den Kopf und justierte die Riemen der Box auf seinem Rücken. Es war Freitag, es gab viele Bestellungen und er müsste bis spät in die Nacht arbeiten, aber dann hätte er mehr Geld, um teureren Schnaps zu kaufen und gute Snacks zu genießen und einen angenehmen Abend vor dem Fernseher zu verbringen. Nachdem sein Vater Jago aus der Firma entlassen hatte, liefen die Dinge für den Kerl sehr schlecht, er ging schnell pleite. Um zu überleben, musste er den SUV verkaufen, aber zumindest musste er sich keine Sorgen um eine Unterkunft machen. Seine Eltern hatten ihm großzügig eine ihrer Wohnungen gegeben, zwar die kleinste, aber immer noch. Veronika konnte ein solches Leben nicht ertragen. Sie mochte Spaß, Abenteuer, Partys und teure Geschenke, aber Jago hatte nicht mehr genug Geld dafür. Natürlich fand die schöne und selbstbewusste Frau schnell einen Ersatz für diesen Versager. Es tat weh, denn Jago wäre bereit gewesen, alles für sie zu tun. Der Mann liebte Veronika, sie war der Grund, warum er in dieser Situation gelandet war, aber es stellte sich heraus, dass sie nur sein Geld wollte. Warum hatte er das nicht vorher bemerkt? Jetzt musste Jago wieder als Lieferbote arbeiten. Er versuchte, einen anderen Job zu finden, weil er eine gute Ausbildung und Berufserfahrung in einer erfolgreichen Firma hatte. Aber die Personalvermittler merkten schon nach den ersten Minuten, dass sie einen dummen und inkompetenten Mitarbeiter vor sich hatten und lehnten ihn immer wieder ab. Jetzt fuhr er mit einem Fahrrad durch die Stadt, mit einer riesigen Box über seinen Schultern, um Essen zu liefern. Jetzt hoffte er nur auf eines, dass seine ehemaligen Kollegen und Freunde nichts von seinem neuen Job erfuhren. Eines Tages lieferte er Pizza auf eine Kinderparty im Unterhaltungszentrum und war überrascht, seine Tochter unter den Kindern zu sehen. Melania sah aus wie eine Prinzessin in einem üppigen rosa Kleid, mit einer anmutigen Krone auf dem Kopf. Jago sah das Mädchen und lächelte. Plötzlich schlug der Mann sich an die Stirn. Wie konnte er vergessen, dass heute der Geburtstag seiner Tochter war? Er fühlte sich sogar ein wenig beschämt und dann bemerkte Jago Yolanda. Sie sah wunderschön aus, schlank und sehr glücklich. Ein junger Mann hielt Yolanda an der Taille fest. Ich kann nicht glauben, dass sie schon einen Freund gefunden hat. Aber wir haben uns erst vor 8 Monaten getrennt. Ich nehme an, Melania hält diesen Mann für ihren Vater. Hastig übergab Jago die Pizza an die Rezeptionistin und verließ das Gebäude, bevor seine Ex-Frau ihn bemerkte. Der Mann kämpfte damit, sein Fahrrad zu treten, die Räder steckten in einem Brei aus Schlamm und Schnee, er hatte immer noch viele Bestellungen zu liefern, aber die Zeit lief ihm davon. Wenn Ihnen die Geschichte gefallen hat, geben Sie bitte einen Daumen hoch und abonnieren Sie den Kanal.